Oh, Takeo kann aufsteigen. Aber ich will mir mal angucken. Was ich da jetzt habe. Wo ist sie denn da? Flüstern der endlosen Pfade ist außergewöhnlich schon. Macht 13 bis 22 Schaden. Ein paar Legina. Vergleichen wir mal das mit deiner Waffe. Okay, der Schaden ist jetzt nicht so die Welt, muss ich sagen. Dafür, dass es auch schon außergewöhnlich ist. Erhöhte Reichweite ist interessant. Angriff in Kegelformation. Plus 1 Durchschlagskraft. Ja. Plus 15 Wuchtschaden. Ziel plus Länge 2,3 Meter Kegel mit 80 Grad vom Wirker aus. Wie kann ich dich verzaubern? Kann ich durchstechen? Hinzufügen, durchstechen macht? Nur im Kampf, einmal pro Begegnung, einsetzbar. 25 bis 35 Schaden, Niederschlagen, 10 Reihen Schaden pro 3 Sekunden, für 9 Sekunden, also 30 Reihen Schaden. Genauigkeit gegen Abwehr, ist nicht schlecht. Und wirbelnder Angriff. Schwingt die Klinge in einem weiten Bogen, wodurch alle nahen Ziele Hieb, Stichschaden allein zurückgeworfen und zum Humpeln gebracht werden. Eher nicht ganz so toll. Klingenform. Minus 2 Erholungszeit. Wirkung vervielfacht sich 10-mal beim erzielten Treffer. Und offensive Parade. Plus 4 Abwehr gegenüber Nahkampfwaffen. Gegenangriff auf Gegner starten, wenn dieser im Nahkampf einen Fehlschlag machte. Macht das Ziel benommen. Ist auch nicht so schlecht. Und natürlich dann noch die Erweiterung auf Legendär. Naja, erstmal auf hervorragend natürlich. Und darauf legendär. Wobei schon hervorragend so teuer ist. Bin ehrlich gesagt noch nicht ganz überzeugt. Deswegen frage ich sie mal nach den beiden anderen Waffen. Weil das eine müsste dann ein Schwert gewesen sein, das andere ein Krummsäbel, wenn ich mich richtig erinnere. Hier sind sie drin, oder? Ja. Klinge der endlosen Pfade. Und die Fragmente des Schlüssels des Jenwaldes. Genau die beiden. Tachchen. Last time you showed Akira. Ja, das kennen wir mal. Mach die mal wieder. Have a seat. This will take time. Akira, ich soll jetzt sofort mit der Reparatur beginnen. Setz dich doch, es wird eine Weile dauern. Marie kneift die Augen zusammen und beißt sich auf die Unterlippe, während sie die Scherben mit höchster Aufmerksamkeit betrachtet. My friend, your handsome blade is restored. A good thing it was made of exceptional steel. Mein Freund, deine hübsche Klinge ist wiederhergestellt. Wie gut, dass sie aus außergewöhnlichem gutem Stahl besteht. Sie balanciert die Waffe auf ihrer Handfläche und bewundert seufzend die hervorragende Handwerkskunst. Such a shame to see it go, but go it must. So, mir in der Seele weh, es zurückzugeben, aber es muss noch einmal sein. Mit äußerster Vorsicht übergibt sie dir das Schwert. Fürster des Jenwalds, der Gegenstand wurde in deinem Lager gelegt. If you ever need a spare coin, I'd be happy to take that off your hands. Enjoy it in the meantime. So ist sie jemals Geld brauchen, kaufe ich dir das Schwert gerne ab. Viel Spaß damit in der Zwischenzeit. Sie zwinkert dir zu. Ja, repariere die Klinge der endlosen Pfade. Kindly wait and I will be with you soon. Ich beginne sofort mit der Arbeit. Ein wenig Geduld bitte. Es wird nicht allzu lange dauern. Mit einem Kichern nimmt sie die Scherben und schwingt aufgeregt ihren Schmiedehammer. Your unusual blade is restored. Akira, but I saw such strange visions in the light of the forge. Ah, no matter. Deine außergewöhnliche Klinge ist wiederhergestellt. Ikea, ich sah seltsame Vision im Schrein der Schmiede. Ach, egal. Sie überreicht dir grinsend einen wohlbekannten Panzerbrecher.
Du hast den Gegenstand da, eine Klinge der endlosen Pfade. Der Gegenstand wurde in einem Lager abgelegt. Ich danke dir, Marie. It is for these moments that I labor, my friend. May you be satisfied with your strange metal. Für Momente wie diese Arbeit und lebe ich, mein Freund. Ich hoffe, du bist mit deinem seltsamen Metall zufrieden. Sie neigt den Kopf und berührt ihre Stirn. So, neues Zeug. Das eine war ein Panzerbrecher, ein Zweihändiger, und das andere war eine einhändige Waffe. Die sind beide um einiges stärker, meiner Meinung nach, als die andere Waffe. Hier, Palegina, den Panzerbrecher hast du dir reglich verdient. Er ist gerade mal außergewöhnlich. Ich könnte ihn sogar hervorragend machen. Preis des Suchers. Plus eine Genauigkeit für den Nahkampf für 6 Sekunden bis zum Ende des Kampfes. Ich könnte auch markieren machen. Minus 4 Abwehr vom Ziel bei einem kritischen Treffer. Und gezielter Schlag plus kritischer Schaden. Ne, lassen wir das erstmal. Auf jeden Fall hat sie jetzt mit dem Panzerbrecher eine ziemlich gute Waffe. Und ich glaube, ich habe ihr sogar Panzerbrecher gegeben. Ja. Das ist immer sehr gut. Und die andere Waffe ist Flüsse des Jenwalds. ...25% Fehlschlag in leichter Trefferform gewandelt, was schon mal sehr gut ist. Schaden und Genauigkeit gegen Geister. Ja, das ist das Schwert, was man ziemlich am Anfang in Kate Noir findet. Und Flüstern der Toten. Seelenschneider, Flüstern der Toten kann ich... Entfernt Flüstern der Toten. Achso, das ist auf einen selber gerichtet. Ja, oder geschärft. Plus 10% kritischer Schaden. Ja, das ist unermüdlich. Ja, ist schon mal besser als zuverlässig, weil es ist zuverlässig und nochmal 10% der leichten Treffer werden in Treffer umgewandelt oder unbeugsam. Plus eine Verfassung bei kritischem Treffer, da würde ich eher unermüdlich nehmen. Und wahrscheinlich die Stille des Todes entfernen, dass ich die kritischen Treffer entferne. Aber schon mal nicht schlecht zu haben. Verzauberungswert. Ja, weil ihr noch außergewöhnlich seid. Nach erworbener Zeit, nach gar nichts und nach Geldwert. Ja, Besas gezahnte Klinge. Wäre ein Säbel für Idea. Das gucken wir, wenn wir Idea wieder im Team haben. Ja, wo finden wir den nochmal? Ich habe den Schnitzler an die hinterste Wand im dunklen Schrank in Perikis Aussichtspunkt in die Attacke gestellt. Ja, das sollten wir doch gucken, ob wir es zerstören können. Währenddessen geben wir Tekeo, also vorher geben wir Tekeo ein Level ab. Heilung erzeugt für 10 Sekunden. Nicht ganz so unbedingt toll. Hofmächtige Krallen dabei, die Feinde im Wirkungsbereich Brand- und Hiebschaden. Das finde ich eher nicht schlecht. Schadenschild. Ist auch nicht schlecht. Ah, ich nehme mal das Schadenschild hier. Und dann gehen wir erstmal wieder. Also ja, ich gebe Palegina wirklich lieber den Panzerbrecher, weil die Panzerbrecher sind eh irgendwie coole Waffen. Die S-Tox.
So. At once. For what do you bury your face in parchment, my friend? A wizard requires a grimoire. Surely you write your chant somewhere. Never. For what would I scribe a song that lives in my heart? Worüber haben Sie das mal? Ein anderes Mal, Tikeo. Warum vergibst du dein Gesicht in Pergament, mein Freund? Ein Zauberer braucht ein Zauberbuch. Sicherlich schreibst du deine Lieder irgendwo auf. Niemals. Warum will ich ein Lied niederschreiben, wenn es doch in meinem Herzen wohnt? So, der dunkle Schrank. Gucken wir erstmal hier rein. Da müssen wir ins Badehaus, dort die Sachen managen, die wir zu managen haben. So. Das Teil da. Hier für Opfer hineinziehen. Kreaturenmontage, Kreaturenzerlegung. Okay, ich kann das Teil nicht zerstören. Nee. Shop Imp, greetings. Laden-Imp, Grüße. Der Imp murmelt etwas Hitzriges und Gesäßiges. Er sieht dich mit zusammengekniffenen Augen und aufgeblähten Nasenflügeln an. Wie bitte? Hey, buy something. Hey, kauf was. Er gestikuliert unwirsch in Richtung des Sortiments. Ich suche nach Ifrit. Check box. He's still rattling around in there. Toter Dieb? Guck in die Kiste. Klappert noch immer darin rum. Der Imp muss kichern. Ein feuchter und angenehmer Ton. Warum so feindselig? Ist just Imp. Nicht feindselig, einfach nur Imp. Er flischt seine Zähne und schischt, um seinen Punkt zu unterstreichen. Er wirft Fasina einen verängstigten Blick zu und senkt die Stimme. Ist Imp and is sad. Ist Imp und ist traurig. Seine Mimik fällt zusammen. Neue Falten, Runzeln und Kanten kommen in seinem Gesicht zum Vorschein. Fasina spends too much time away from shop, leaving me to fend for self. His bad enough master won't let me leave stupid shop. Fasina zu viel Zeit nicht im Laden verbringen, ich mich allein um alles kümmern müssen. Ist schlimm genug, dass Meister mir nicht erlaubt, um den Laden zu verlassen? Warum, was glaubst du, warum verbringt Fasina so viel Zeit anderswo und nicht im Laden? She hates her work, hates Akimir, hates me. Reason enough. Sie hasst ihre Arbeit, hasst Akimir, hasst mich. Genug Gründe. Er zählt das an seinen Fingern ab und formt eine Klaue dann zu einer Faust. Also bist du gar nicht sauer, oder? Imp's complicated. Kids think we have two big emotions, angry and happy. Imps kompliziert, gestandene denken, wir haben nur zwei Gefühle, böse und fröhlich. Er schmunzelt mit den Lippen und verhaspelt sich bei den längeren komplizierten Worten. But Kith can't smell Imp spray. Jovial spray, melancholy spray, creative spray, Imp spray all over everything. Ja, das wollte ich nicht so genau wissen. Aber gestattet können Imp-Sekret nicht riechen. Fröhliches Sekret, melancholisches Sekret, kreatives Sekret. Imps bedecken alles mit Duftsekret. Um seine Auszeige zu unterstreichen, verspritzt er ein Wölkchen übelriechenden Dunst aus einer ebenso unsichtbaren Körperöffnung. Ja, zurück zu meinen anderen Fragen. Weiter, mir egal. Er deutet dir, dass du dich beeilen sollst. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Erinnern uns vorsichtige Kalibilitäten. Ah ja, okay, ist ein Zauberbuch. Tank der Elementarverteidigung, Arkane Salbe, Trakt des unermüdlichen Schlags, Kittes Diebes, kehr damit. Tränke, Schriftrollen. Außergewöhnliches Gedönse, Lösung nehme ich gerne. Reagenz auch. Urflamme, Griffdrüse und so erstmal nicht. Salbe des Animalismus. Ring der fokussierenden Flamme, Genauigkeit mit Feuerangriffen, da nicht wirklich. Ein singender Säbel. Mittlerer Schild, einhändig.